Ja, liebe Leute, und hier sehen wir, was dabei rauskommt, wenn Tommy Experimente macht. Und zwar habe ich mal auf dem Trödelmarkt einen wunderschönen GT-Rahmen gekauft. Also ich mag ja GT sehr gerne. Ja, Gary Turner Bikes, GT-Bikes, wer kennt sie nicht? Ich bin es auch damals in den 90ern schon sehr gerne gefahren, da habe ich eins. Und dann habe ich auf dem Flohmarkt einen Rahmen gesehen und dachte mir, wow, geil, den muss ich haben in Granitoptik. Den fand ich so Hammer und habe den komplett neu aufgebaut. Also wirklich komplett schön neu. Habe sogar noch einen gebrauchten Sattel denn gefunden von GT, der darauf passt. Alles andere war mir leider nicht vergönnt im Original zu haben, aber ich habe es halt dann als Neuteile da gehabt. Eine Bremse hatte ich noch gehabt, eine U-Brake. Die sind ja bei dem GT-Modell leider verwendet worden. Leider muss man sagen, weil die sind sehr selten geworden. Wenn da mal was kaputt geht, steht man ganz schön da und sucht sowas wieder. Aber die kann man heutzutage auch wieder kaufen. Ich glaube, 50 bis 70 Euro kostet eine Bremse im Netz mittlerweile. Ich hatte Gott sei Dank noch eine da. Aber alles andere ist schon teuer genug geworden, sodass ich am Ende im Verkaufspreis im Laden bei 600 Euro hier lande. Und die möchte ich dafür auch haben. Vielleicht kann man dann 50 Euro runtergehen, aber das war dann 550 Euro, ist absolut das Minimum für das Rad. Jetzt zeige ich es euch. Erstmal Granitoptik, der Hammer. GT Talera in wirklich gutem Zustand. Also mit diesem Lack, da haben die sich ja damals echt immer was einfallen lassen. Total geil, genial. Ne? Natürlich auch Tange MTB-Rohr. Das Chromo, das einfache. Talera. Dann habe ich einen kurzen Rennradvorbau angemacht. Also einen kurzen, schönen, tief, geraden Lenker natürlich. Also diesen relativ geraden. Und ich habe es mit einer Nabenschaltung versehen. Wie gesagt, das ist ein Experimentierrad gewesen. Habe XT-Bremshebel genommen, alte, die alten. Mit einem genialen Übersetzungsverhältnis. Ein Arcor-Steuersatz, den brandneu reingebaut. Natürlich. Tektro-Bremsen, alles neu gemacht. Bremszüge neu gemacht. Die Bremsen neu gemacht. Bremsbeläge, dementsprechend Schaltung, Griffe, Lenker, Vorbau, alles neu. Vorderrad, Bereifung, Schwalbe Returner-Reifen. Mit neuen Schläuchen natürlich. Hohlkammerfelge, Exal MX19. Hier, Nabendynamo schon vorbereitet, falls man mal eine geile Lampe anbaut. Exal MX19. Alles genial, alles neu. Beim Hinterrad habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Das musste ich ja neu einspeichern, weil so gibt es das ja gar nicht. Ne, Nexus 8 Gang. Die Narbe hatte ich halt noch da. Die habe ich halt verwendet. Sie haben schon eingestaubt jetzt schon. Ja, und habe den Hinterrad neu eingespeicht mit goldenen Nippeln. Das Ganze versehen. Genial. Hier die Dior XT U-Brake. Die ist wirklich selten. Es gibt noch ein einfacheres Modell, aber das ist eine XT. Die hatte ich noch da. Hatte ich Gott sei Dank noch da und habe ich natürlich verwendet. Hier sieht man ein schön geprägtes Ende. GT. Der Sattel leider mit Anstellspuren und Einrissen hier, da und dort, aber er ist original und das zählt für mich. Die Sattelstütze ist neu, natürlich, wie so vieles an dem Rad. Dann der Antrieb, eine Halflingkette in Schwarz. Die habe ich ein bisschen auf Optik auch gebaut, ne? Darf man nicht vergessen, also wenn man so ein Rad baut, das muss auch ein bisschen auf Optik gehen. Stomy Archer Single Speed Kurbel in Schwarz, Pedalen von Union, die wertigen mit Industrielagern in Schwarz, alles nagelneu und Tretlager natürlich, ein LX Lager, LX Qualität, nicht das schlechteste, auch nicht das beste, mit Sicherheit nicht, aber eben alle zusammen, Verkaufspreis 600, 550 könnte ich noch machen. Wenn ihr Bock habt auf das Rad, kommt da einfach vorbei, schaut euch das an, fahrt das mal Probe. Ich selber bin es noch gar nicht gefahren, weil
Naja, ich finde es immer geil, wenn die Räder dann fertig sind. Ich weiß ja, wie sie fahren. Dass sie einfach nur da sind und neu sind und cool aussehen. Aber wenn ihr wollt, schaut, wirklich haben wollt, dürft ihr natürlich Probe fahren. Und sagt ihr mir, was ihr davon haltet. Es ist ein Projekt. Da muss mit Sicherheit noch eine richtig schöne geile Lampe ran. Und das ist mittlerweile der Rahmen. Wird einzeln auch gut gehandelt. Gerade wenn der Lack noch so schön aussieht wie bei dem. Single-Speed-Ritzel, stabiler Antrieb auf alle Fälle. Ja, die Kette, die dürfte fast so gut wie nie kaputt gehen. Und die Schaltung Nexus 8, ja, das mittlerweile ist auch ein super Ding, super Qualität. Mit den Ausfallenden geht es halt, dass man hier so eine Schaltung reinbauen kann. Fantastisch. Ich wollte es einfach mal probieren. So habe ich den Rahmen ein neues Gesicht verpasst, sozusagen, und eventuell ein neues Leben spendiert. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat die Fallen, euch gefällt der Rad tatsächlich auch ein bisschen, weil das ist schon was Außergewöhnliches. Das ist ein Projekt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute. Bis später. Ciao.